Servus ihr Paranoiden, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Blammer. Der Shop hat geupdatet, Freunde, und bevor wir loslegen, würde ich nur ganz schnell kurz zwei, drei Sachen loswerden. Zum ersten möchte ich alle neuen Abonnenten herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr mich abonniert habt, bedeutet mir wirklich sehr viel, vielen lieben Dank dafür. Des Weiteren wollte ich allen neuen und alten Abonnenten sagen, die nicht mitgemacht haben, schaut bitte hier oben rechts einmal und unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr eingerahmt einen Link. Dieser Link führt zu meiner Verlosung und bei dieser Verlosung macht ihr ein einziges Mal mit und nehmt an verschiedenen Verlosungen teil und es gibt jedes Mal richtig gut V-Bucks. Das heißt, ihr habt richtig gut Chancen, V-Bucks abzusahnen über eine längere Zeit hinweg mit einer einzigen Aktion. Schaut euch das Video an und ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Das gilt auch für all die, die noch nicht abonniert haben. Des Weiteren wollte ich euch auch noch mitteilen, dass ich euch noch einige Videos schuldig bin, unter anderem das Lava-Legenden-Paket, ja, die neuen Schamane und Nachthexe, Kenji und Pipapo. Die meisten Skins werden heute noch hochgeladen. Das heißt, im Laufe des Tages werdet ihr einige dieser Skins dann reinbekommen. Könnt euch die Videos gerne anschauen, obwohl sie jetzt gerade aktuell noch nicht im Shop sind. Aber ja, nichtsdestotrotz könnt ihr euch die Videos anschauen. Falls es euch gefällt, würde ich mich wie gesagt trotzdem über ein Like und einen Comment freuen. Und zu guter Letzt werde ich heute am Nachmittag noch eine weitere Verlosung starten, die einen Tag dauern wird. Könnt ihr euch ruckzuck mal 1000 V-Bucks abholen. Also das lohnt sich auf jeden Fall heute noch mal im Laufe des Tages reinzuschauen. Habt dann morgen 1000 V-Bucks in der Tasche, wenn ihr Glück habt. Ja, und als allerletztes wollte ich noch sagen, ich habe ja angekündigt, euch herauszufordern. Das Ganze erweist sich ein bisschen schwieriger, als ich es mir gedacht habe. Nichtsdestotrotz, es wird erfolgen. Ich weiß nicht, ob es heute, eventuell morgen erfolgen wird. Da werde ich eine dritte Verlosung am Laufen haben. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Es wird eine kleine Herausforderung sein, die doch ein bisschen schwieriger ist, als ich dachte. Nichtsdestotrotz solltet ihr da vorbeischauen und wer mitmacht, kann auch ein paar V-Bucks absahnen. Okay, gut. Lassen wir das Ganze, fangen wir mal ganz links an. Hier haben wir die Kuschelbeauftragte. Ich habe ja diese Kuschelbeauftragte quasi in der Panda-Version schwarz-weiß. Die gefällt mir auch und ich bin echt im Überlegen, ob ich sie mir holen soll. Die wollte ich mir schon einige Male holen. Ich finde die Schleife am Rücken auch richtig nice. Diese Schleife passt sicherlich einigen Skins. Ich glaube, ich werde mir den Skin heute so, wie er hier ist, zudegen auf jeden Fall. Und ja, werde es einfach mal hinter mich gebracht haben, weil ich sie ja nicht so hässlich finde. Wobei ich finde die Panda-Variante schon ein bisschen cooler. Aber ist halt natürlich Geschmackssache. Dieser Skin bekommt von mir, ja, ich würde sagen 5 bis 6 Punkte. Ja, sowas in einem Dreh von 10 Punkten. Gut, dann habe ich hier den neuen Hängegleiter Kuschel Airlines. Der sieht süß aus. Passt natürlich diese Kuschelbeauftragten. Die Düsen hinten sehen auch nice aus. Ich nehme mal an, dieser Gleiter macht auch während des Fliegens Geräusche. Werde ich dann herausfinden. Ich werde diesen Gleiter auf jeden Fall mal holen. Und ich werde den dann ausprobieren und werde eventuell auch ein kurzes Video hochladen, wenn es euch interessiert. Könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr gerne dazu auch ein Gameplay in kurz sehen möchtet. Bin mir jetzt nicht sicher, ja. Okay, dann haben wir hier die Kuschelkrallen. Das ist jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal im Shop. Ich weiß nicht, ich werde nicht warm mit dieser Spitzhacke, die gefällt mir nicht wirklich. Die kriegt von mir 3 Punkte, ich weiß auch nicht, dieses Squeech-Geräusch ist nervig. So sieht es ja süß aus, aber das Squeech-Geräusch ist nervig. Der Hängegleiter bekommt von mir 6 bis 7 Punkte, einfach weil der außergewöhnlich ist. Dann haben wir hier Pest, finde ich nicht so schlecht. Dieser Schnabel ist für mich ein bisschen, ja, so komisch, aber ansonsten so vom Style finde ich das Skin richtig, richtig gut. Er sieht für mich ein bisschen erschreckend aus, so ganz in schwarz und mit diesen grünen Akzenten. Also dieser Skin bekommt von mir 6 Punkte. Mhm. Dann haben wir hier die Geißel, genau das gleiche. Finde ich auch nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, wer mir jetzt mehr gefällt von beiden. Die kriegt von mir, ich würde sagen, 5 Punkte. Ich glaube, er gefällt mir schon ein bisschen mehr. Ihr Backblink sieht auch in Ordnung aus. Passt auf jeden Fall auch mit diesen grünen Akzenten, dieses Neongrün. Gefällt mir schon, aber ich glaube, er gefällt mir einen Ticken mehr. Heroldstab ist für mich ein bisschen zu groß. Kriegt von mir daher, ich weiß auch nicht, 3 bis 4 Punkte. Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Lampenlicht passt auf jeden Fall wunderbar zu diesen Skins. Kriegt von mir so vom Style her 6 bis 7 Punkte. Ist wirklich in Ordnung. Mal ausgefallen. Hm? Okay, dann haben wir Elektroschaffel. Habe ich noch nicht geholt, werde ich wahrscheinlich auch nachholen heute. Kriegt von mir auch 4 bis 5 Punkte. Die nervt ein bisschen. Sichelschläger. Ja, ist auf jeden Fall mal gelungen. Brutal sieht es auf jeden Fall aus. Eine Sichel durch den Baseballschläger. Ich weiß nicht, vor was man mehr Angst hat, wenn es einen trifft. Aber wahrscheinlich hier die Sichel. Ja, kriegt von mir auch 5 Punkte. Ja.
In Schwarze, der Skin gefällt mir, der ist in Ordnung. Das ist ein schlichter Skin, so 0815 Skin, aber doch in Farbe. Ist in Ordnung, kann man sich auf jeden Fall antun. 800 V-Bucks kriegt man eine nice Geschichte. Dann haben wir hier Einsicht, finde ich auch auf jeden Fall gut. Mit dem Backbling, das ist ein bisschen zu groß geraten, finde ich, für meinen Geschmack. Aber ansonsten, ja, ist gar nicht mal so schlecht, dieser Skin. Mich nerven nur diese Augenmasken mit diesen Fernrohren oder Nachtsichtgeräten. Aber okay, gut, das ist halt Geschmackssache. Dieser Skin bekommt von mir auf jeden Fall 6 Punkte, weil er doch nicht so schlecht aussieht. Fußfinesse gefällt mir, werde ich mir wahrscheinlich auch zulegen heute. Von der Melodie her würde ich sagen, ja, so lala, kriegt von mir auch 5 Punkte. Und dann haben wir hier Punktlandung, passend zu dem ins schwarze Skin, ist in Ordnung, haut mich jetzt aber nicht mega vom Hocker, den Gleiter werde ich mir nicht holen. 500 V-Bucks, ja, wer es mag, ist in Ordnung, aber für mich ist er nichts. Okay Freunde, dann bedanke ich mich fürs Schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das doch, holt es doch jetzt nach und aktiviert die Glocke und ihr verpasst in Zukunft nichts mehr. Okidok, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.